Hi Leute, willkommen zurück bei Lego Harry Potter. Und die Heiligtümer des Todes. Wir müssen hier raus. Und ich habe keine Ahnung wie. Also ich habe schon eine Ahnung. Aber eigentlich möchte ich ungern diesen Cage jetzt schon anfassen. Anscheinend müssen wir das. Hast du natürlich aber kein Licht. Kann man hier Licht abzapfen? Nee. Okay, also müssen wir wahrscheinlich doch schon. So, Grip Hook. Du kannst ja was auch immer. Entschuldigung bitte fürs Räuspern, aber... Ach, das ist bestimmt, dass das Licht hochgeht. Nee, falscher Knopf. Schon mal falscher Knopf. Nee, jetzt okay, da muss dann das Licht her. Okay, wir nehmen okay. Vielleicht kommt da was Brauchbares. Es könnte wirklich sein, dass man da hoch muss. Ich möchte aber eigentlich Hermine haben. Nee, also dazu muss das Licht... Hier wird es aber auch nichts. Das ist hier für schwarze Magie. Das ebenfalls. Kann man... Wo kriegen wir bitte schon... Ach, da oben ist Licht. Mensch. Hier oben. Ah, da ist ein Zahnrad. Komm, da vielleicht? Nee. Oder doch? Kam das jetzt weiter runter? Tut sich da was? Nee, tut sich nichts. Wie kommen wir da? Bloß mal das blöde Lumos hier. Wo kann man das runterschießen? Nee. Dem Zahnrad hier ist. Muss irgendwas sein. Aber mit dem ist mit dem Zahnrad ist einfach nichts. Wozu waren diese Dinger hier da? Das war's dann schon wieder. Kann man das dann nicht irgendwie. Da muss irgendwas drauf. Das ist der Cage da oben. Wie kommen. Das einzige ist ja wirklich. Das hier. Entschuldigt. Ich denke mal, das ist um. Das nach oben zu drehen. Nee. Tja. Sonst ist aber nichts weiter, was man hier drehen kann. Versteh's nicht. Das ist vielleicht doch einfach nur verbuggt. Jetzt ging das kaputt. Okay.
Auch vorhin konnte ich ja, glaube ich, nicht drauf schießen, oder? Na ja, okay, jetzt ging es jedenfalls. Naja, bitte. Einfach mal ein bisschen genauer umschauen. Vogel? Oder was soll das sein? So, was haben wir jetzt mit der Feder? Ja, einfach nur kitzeln. So, wo haben wir es da? Was ist das denn? Eine Hand. Aha. So, können wir gleich mal mit Harry machen? Interessant. So. Sagen wir mal grün, rot, gelb, blau. Grün, rot, gelb und blau. So, was haben wir jetzt? Nochmal ein Cage. Der ja falsch sein wird. Ach, und jetzt hat er... Jetzt haben wir was für Grip Hook. Und das... Sehr schön. So, Ronald. Da ist denn die Illuminator. Zing. So, mal rein damit. Wieder zurück zu Grip Hook. Ja, sag ich doch, das ist dafür da. Ach, jetzt. Ich muss bis ganz oben. So, wir brauchen da Hermine. Was ist denn jetzt? So. Nö. Hä? Ah! Jetzt ging's gerade. Hier, hä? Ah, jetzt. So wirklich der Ding. Also ist sehr verwirrend, wenn man nichts sieht. Ah, das ist ein Schwert. So, jetzt kommt der Drache. So, ich will... Okay, jetzt müssen wir hier erstmal rumspielen. Und zwar, jetzt haben wir noch den anderen. Ich habe keinen Plan, wie der heißt. Wenn er überhaupt einen Namen hat. Der Typ da. Was haben wir? Entschuldigung. Aha. Kette Nummer 1. Kette Nummer 2. Bockrott heißt der, aha. Okay. Ah, da muss dann das Licht hoch. Ja, falscher Knopf. Ja, geh weg. So. Jetzt kommt er auch da ran. So, zischen wir das runter. So, nochmal kurz zu. Achso, nee, 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 schon gut holen. Behalte den. Ah, okay. Geht mal weg da. Alter, das ist so eine coole Sache mit dem De-Illuminator. Ich finde das geil umgesetzt. So, Bockrott. Das wieder hoch. Hochdrehen das Ding da. So, und die letzte Kette.
So, komm. Der Typ. nice. Was müssen wir jetzt hier was machen? Wir abhauen konnten wir jetzt gerade nicht. Ah, jetzt ist er da oben weg. Müssen wir ihn da oben treffen oder wie? Welche lang können wir nicht? Was sollen wir jetzt hier machen? Hä? Ah, wir können. Ach so. Ach so, man muss sie einfach nur abschießen. Man spielt nicht den Drachen. Man kann ihn nur halt. Aha. Ja, Level abgeschlossen. Ging ja doch recht zügig. Zack. Und natürlich wird fortgesetzt, ist ja wohl sehr klar. Geht's jetzt schon zurück nach Hogwarts? Ich weiß das gerade gar nicht. Nein. Doch, ja. Das ist die Idee von Ravenclaw. Hallo, Aberforth. So geil. Okay. Aber die blöde Ackung. Ja. Ah, passt ja. Ein Viereck? Oh, dahinter ist irgendwas. Was haben wir hier? Dragomir. Was ist ein Ding? Kann mich nicht bewegen. Ah, eine Weasley-Kiste. Und ein Rocket. Ich würde sagen, die schießt uns den Weg frei. Was ist das? Was ist das große Etwas da? Interessant. So. Und wegappariert. Sind wir jetzt in Hogwarts? Njong. Aber diese Ladescreens, die finde ich süß gemacht. Ich finde es zwar schade, dass da Ladescreens gibt, aber sie sind süß gemacht. Hogsmeade. Was ist das für Geräusche? Okay, kann man die einfach wegschießen? Was ist das für ein Lärm, ey? Muss man hier außer Sichtweite sein? Ah, hier kann man Lichter ausknipsen.
Ach nee, man muss wirklich einfach nur eine Zeit lang schießen. Dann scheint das sich aufzulösen. So, was haben wir hier aus dem Trickkistensack? Ja, das Teil fällt ab, ist ja klar. Das hat es jetzt echt gebracht. Also es hätte nur noch sein lassen können. Ach, das soll ein Staubsauger oder sowas sein, oder wie? Ja, ja. Was basteln wir jetzt daraus? Was wird das jetzt? Tür? Ein Klo? Schlüssel, Klohäuschen, da braucht man Schlüssel. Wir nehmen das Licht einfach mal mit. Wer weiß, wofür wir das gebrauchen. Ah. Die Leine. So. Komm schon, weg. Hey, hey, hey. Okay, das war's schon. Ah, hier haben wir ein Blümchen. Ach, es war nur, um diesen Typen zu befreien, okay. Nee, wir brauchen eine Hermine. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Was ist... keine Ahnung. Der war aber schon einfach nur im Weg. Ah, Männchenskinder. So. Da haben wir dann die Spinne. Und brauchen noch ein Eis. Ach, der hat ein Eis gehabt. Ah. Also war es schon richtig, dass wir den da befreien. Okay. Oh. Ja, ah, wir sind jetzt schon drin. Ah. Luna. Und Neville. Die Zahnlücke ist so geil. Okay, Seamus, Dean und Luna, würde ich mal behaupten, waren das? was ist das? Ach, das kommt da dran. Aha. Eine miese Trickkiste. Okay. Das war's noch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Wenn ja, macht das doch ruhig mal wieder mit einem Daumen nach oben kenntlich und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut.